Als erster Redner auf der Liste wäre dann in der Fraktionsrunde CDU Frau Wagner. Bitte schön. Herr erster Bürgermeister, ich würde noch kurz warten, bis Ruhe ist im Saal. Bitte schön. Wir müssen noch mal mit der Zeit. 9 Minuten sind ein bisschen reichlich. Aber wir können ja, achso, wir starten jetzt und dann wissen wir schon, wie es geht. Bitte schön, Herr Schäumer. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir von den großen politischen und gesellschaftlichen Fragen nun zu sehr praktischen kommunalpolitischen Problemen. Ich finde das sehr interessant, jetzt wo es um die Zukunft der Dresdner Bäder im Westen geht, dass da die AfD nahezu geschlossen den Saal verlassen hat. Sie scheint das Problem offenbar nicht zu interessieren. Meine Damen und Herren, im Dresdner Westen ist die Existenz gleich zweier Bäder bedroht. Und zwar zum einen des Luftbades Dölschen und zum anderen des Erlebnisbades Elbamare, und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Das Luftbad Dölschen ist ganz praktisch, ganz akut in der Existenz bedroht. Denn die technischen Anlagen sind verschlissen. Zum einen ist das Schwimmbecken nicht mehr in Ordnung, die Wasseraufbereitungsanlage muss modernisiert werden und auch das Technikgebäude. All das kostet über 3 Millionen Euro, und die Stadtverwaltung hat hierbei mit 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln geplant. Und man hat mehrfach versucht, diese Fördermittel zu bekommen vom Bund und ist damit jedes Mal gescheitert. Und ich habe bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was bedeutet das denn jetzt? Und der Oberbürgermeister hat mir sehr deutlich das Folgende mitgeteilt. Zitat: Falls keine Fördermittel für die Sanierung des Luftbades Dölschen ausgereicht werden, ist die Finanzierung nicht gesichert. In diesem Fall ist von einer dauerhaften Schließung des Objektes auszugehen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das muss verhindert werden. Wir wollen erreichen, dass das Luftbad Dölschen für die Menschen in dieser Stadt und für die Menschen im Dresdner Westen erhalten bleibt. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es erreichen können, dass die 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln, die nicht gekommen sind, durch die Stadt getragen werden können, damit die dringend nötigen Modernisierungsmaßnahmen angepackt werden können. Dazu haben wir einen konkreten Antrag als Fraktion Die Linke vorgelegt. Diesen Antrag werden wir ja auch gleich miteinander besprechen. Meine Damen und Herren, wir haben weiterhin im Dresdner Westen das Erlebnisbad Elbamare. Und das Erlebnisbad Elbamare hat ein anderes Problem. Dort läuft der Mietvertrag aus, und zwar ziemlich genau in einem Jahr. Im März 2025 läuft der Mietvertrag aus, und es gibt bis heute keinen neuen Mietvertrag. Und es ist ein großes Problem. Jetzt könnte man sagen, ach, dann schließen wir eben einfach einen neuen ab. Aber so einfach ist es ja nicht, denn das Bad ist inzwischen auch, hat ein paar Jahre auf dem Buckel, ist inzwischen, wird 30 Jahre alt. Ne? Da gibt es auch einiges zu tun, auch einiges zu modernisieren. Es müssen viele Fragen geklärt werden. Und jetzt könnte man sagen, ach, das lässt sich irgendwie alles klären. Aber meine Damen und Herren, ich verweise auf die Erfahrungen mit dem Sachsenbad in Pieschen. Da hat man Anfang der 90er Jahre gesagt, es wird vorübergehend geschlossen bis zur Sanierung. Und wir wissen alle, in welchem Zustand das Sachsenbad in Pieschen heute ist. Es ist inzwischen nahezu eine Ruine. Es wird nie wieder als Bad öffnen. Eine Mehrheit dieses Stadtrates hat es gegen unseren Willen verkauft. Und das darf hier nicht passieren. Wir wollen verhindern, dass das Elbamare geschlossen wird. Und auch dazu haben wir bereits als Linke einen Antrag in den Geschäftsgang des Stadtrates eingebracht. Warum kämpfen wir so für diese Bäder?
Es geht darum, es ist wichtig für die Naherholung der Menschen. Die Menschen sollen möglichst vor Ort Bedingungen haben, wo sie hingehen können, wo sie sich erholen können, wo die Kinder schwimmen lernen können. Als Vater weiß ich, es reicht eben nicht zu, dass das Kind einen Schwimmkurs nur absolviert oder in der Schule das Schwimmen lernt. Nein, es muss regelmäßig angewendet werden, damit die Kinder auch sicher werden und es dann ganz und auch entsprechend beherrschen. Es hat eine Wichtigkeit für die Gesundheit in der Bevölkerung, für die Bewegung. Und deshalb streiten wir so dafür, dass wir diese Bäder im Dresdner Westen, das Luftbad in Dölschen und das Erlebnisbad Elba Mare in Grobitz erhalten. Meine Damen und Herren, wir werden im Anschluss an diese Aktuelle Stunde den Antrag der Fraktion Die Linke Luftbad Dölschen erhalten, Finanzierung sichern, behandeln. Ich werbe schon jetzt um Zustimmung. Es ist sehr wichtig für die Menschen vor Ort, dass wir hier als Stadtrat handeln und dass wir hier auch möglichst mit großen Mehrheiten handeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, dann wollen wir weitermachen. CDU-Fraktion Anke Wagner, dann würde ich nochmal die linke Fraktion fragen. Ansonsten würde Frau Holowenko für SPD-Fraktion weitermachen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kollegen. Ja, Aktuelle Stunde zum Thema Bäder. Grundsätzlich ein gutes Thema, weil klar, Schwimmen macht Spaß, Sport macht Spaß und deswegen ist es doch ein wichtiges Thema. Wir haben aktuell die Badkonzeption im Geschäftsgang, in den Beratungen, in den Stadtbezirksbeiräten. Da sind auch beide Bäder, um die es jetzt hier geht, in der aktuellen Stunde mit enthalten, mit einer gewissen Priorisierung, das erstmal vorausgeschickt. Ich möchte mich jetzt hier in meinem Redebeitrag sehr stark auf das Thema Luftbad Dölschen und die Freikörperkultur in Dölschen beziehen und ja, es ist ja bemerkenswert. Es ist ein Bad mit einer großen Tradition. Immerhin liegt es auch übrigens an der Luftbadstraße 31. 1870 eröffnet, 1911 kam das Badebecken dazu. Seit 1986 können sich die Freunde der Freikörperkultur dort entfalten. Dann gab es 2016 ein neues Badebecken und einen Wasserspielplatz und 2022 eine Sanitäranlage wurde neu gebaut. Das heißt, es wurde in der langen Geschichte immer mal was gemacht, aber es ist nicht genug und wir wissen alle, dass da jetzt wichtige Entscheidungen anstehen. Aber was ich auch noch mal sagen möchte, fernab von der Bedeutung für den Stadtteil, ist das FKK-Bad in Dölschen eins von zwei Bädern neben der Vostra, wo man Freikörperkultur in der Stadt machen kann, wo man schön baden gehen kann. In der Vostra gibt es ein Ostsee-Feeling und das Besondere in Dölschen ist die grüne Umgebung, die Liegewiese, der Panoramablick über die Stadt, jetzt neu der Wasserspielplatz, der ja als Ersatz für das Kinderplanschbecken gemacht wurde, das ist zumindest bei mir angekommen, erfreut sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit. Und es ist nicht ganz so überfüllt, weil, wie gesagt, dort FKK gebadet wird. In den vergangenen Wochen und Monaten sind auch bei uns natürlich viele Menschen mit uns in Kontakt getreten, die gesagt haben, wir wollen es als richtiges Bad erhalten, wir wollen es als reines Luftbad erhalten, wir wollen lieber ein Textilbad und natürlich die Freunde der Freikörperkultur wollen auch sozusagen das FKK-Bad erhalten. Der Sanierungsbedarf ist gegeben. Wir wissen alle, es ist eine schwierige Situation, weil auch das Gesundheitsamt da sozusagen einer Verlängerung immer wieder zustimmen musste. Auch da geht es jetzt natürlich darum, dass auch dieses Jahr das Bad am Start bleiben kann. Und ich habe Folgendes gemacht in Vorbereitung auf die Aktuelle Stunde. Es ist ja auch eine Petition im vergangenen Herbst nochmal offiziell übergeben worden. Übrigens eine Petition, die über 3000 Unterschriften erhalten hat. Und da habe ich nochmal mit dem Herrn Burkhardt telefoniert und habe ihn mal gefragt, warum ist denn das Bad so wichtig für Dölschen? Und er hat gesagt, in Dölschen ist nicht ganz so viel los. Es gibt die SG Dölschen, es gibt eine Bushaltestelle und eine Schule und das Bad ist wirklich wichtig. Es ist bezahlbare Erholung vor der Haustür, es ist ein Treff für Jung und Alt, es ist ein Treff für verschiedene gesellschaftliche Schichten.
Man kann schwimmen lernen, Sport machen, es ist wichtig für die Gesundheit und wie gesagt, Erholung im Grün, kurz vor der Haustür. Die Wünsche der Petenten sind ganz klar, dass das Bad auch dieses Jahr eröffnet, dass wir also keine Pause erlegen. Und da ist es natürlich wichtig, dass da jetzt sozusagen auch auf politischer Ebene die Stellschrauben richtig gedreht werden. Deswegen möchte ich auch noch mal sagen, Herr Scheubach, ja, wir werden Ihrem Antrag natürlich zustimmen. Und ich kann nicht erkennen, dass das in irgendeiner Weise auf politischer Ebene nicht so sein wird, weil wir haben einstimmige Beschlussempfehlungen. Insofern wird da heute auch das eindeutige Signal gesendet werden, dass der Stadtrat zumindest sich dieser Sache bekennt und auch die Stadtverwaltung, die sich ja auch presseöffentlich dazu schon geäußert hat, in ihren Bemühungen unterstützt, das Thema Finanzierung jetzt mitzulösen, in Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von den Fördermitteln vom Bund. Was ich nie so ganz verstehe, Herr Scheubach, ist das Tamtam, was heute hier gemacht wird mit der Aktuellen Stunde. Das ist ganz klar Wahlkampfgetöse, weil wir hätten die Sache in der Sache letztes Mal bereits abräumen können, wenn wir einfach nur ohne Debatte beschlossen hätten. Dann hätte die Stadtverwaltung nämlich schon 3 Wochen dran arbeiten können und vielleicht sozusagen der Sportbereich auch mit dem Finanzbereich noch mal intensiver suchen können und dann hätten wir vielleicht heute schon mehr Sicherheit. So, jetzt ist meine Redezeit fast zu Ende. 3 Sekunden erbitte ich noch. Zum Elbermare werde ich nichts sagen. Das ist nicht der Sache dienlich, weil es ist ganz klar eine Aufsichtsratsangelegenheit, die ist nicht öffentlich. Da finden aktuell Diskussionen und Verhandlungen statt, die sind vertraulich vereinbart. Und ich finde, dort sollten wir sie lassen. Dort gehören sie hin. Und das ist kein Thema für irgendeine politische Debatte heute hier. Danke. Okay, vielen Dank. Und ich habe vorhin das nicht richtig wiedergegeben. Ihr wart schon dran in der Aktuellen Stunde. Und jetzt ist Anna Holomenko dran für die SPD-Fraktion, danach Holger Haase, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Schwimmen ist kein Luxus, sondern ein wichtiger Bestandteil der sozialen Daseinsfürsorge und somit eine Kernaufgabe der Stadt. Schwimmen zu können kann überlebenswichtig sein und ich weiß leider aus eigener Erfahrung, dass man schneller in eine Situation dieser Art kommen kann, als man sich das vorstellen kann. Und deshalb bekennt sich natürlich auch die SPD-Fraktion zum Erhalt, zur Sanierung und zum Ausbau von wohnortnahen Schwimmflächen in Dresden. Schwimmhallen und Freizeitbäder erfüllen nicht nur eine wichtige Funktion als Naherholungs- und Freizeitobjekte, das hat Herr Scheubach uns erst schon ausgeführt, sondern sie sind auch elementar für die Bildungs-, Sport-, Gesundheits- und Sozialinfrastrukturen unserer Stadt. Sie sind beliebter Treffpunkt für Menschen aller Altersklassen, ob Babybecken, 50 Meter Wettkampfbahn, Strömungskanal, Rutsche oder Sauna. Jung und alt tummeln sich gern im kühlen Nass, erholen sich am Beckenrand oder schwitzen in der Blocksauna. Dass dieses Thema in den vergangenen Jahren im Stadtrat immer wieder präsent war, das geht vor allem auf verschiedene Initiativen der SPD-Fraktion zurück. Und insofern sind wir den Linken sehr dankbar, dass sie heute die Aktuelle Stunde beantragt haben, damit wir das an dieser Stelle auch nochmal zusammenfassend darstellen können. Den Anfang machte dabei damals die Bäderkonzeption im Jahr 2006, gefolgt von den Überlegungen, die bestehenden Anlagen aus dem Eigenbetrieb Sportstätten in eine eigene GmbH unter dem Dach der Technischen Werke Dresden auszugliedern. Nach jahrzehntelangem Verfall wollten wir auf diesem Weg endlich für Investitionen in die Dresdner Schwimmflächen sorgen. Mit Erfolg. Zum 1. Januar 2013 erfolgte die Gründung der Bäder GmbH. Von Anfang an war uns wichtig, dass sowohl dem Personal als auch den Badekästen keine Nachteile durch die Privatisierung entstehen. Und seitdem wurden auch viele Projekte erfolgreich realisiert. Mit dem Neubau der Schwimmhalle am Freiberger Platz, in Bülau und in Prohlis, sowie der Wiedereröffnung des komplett umgestalteten Georg-Arnold-Bades sind die Bedingungen für Freizeit-, Vereins-, Gesundheits- und Schulsport in Dresden maßgeblich verbessert worden. Und trotzdem verzeichnet Dresden immer noch ein Defizit an Schwimmflächen. Selbst nach der kompletten Sanierung aller existierender Anlagen im Zuge der Bäderkonzeption wird unsere Stadt dem bestehenden Bedarf nicht gerecht. Noch immer stehen beispielsweise die notwendigen Schwimmhallenerneuerungen im Dresdner Norden, Nordwesten oder in Striesen aus oder sie sind noch nicht fertig umgesetzt. Deshalb haben wir 2016 gemeinsam mit den Linken und den Grünen den Oberbürgermeister beauftragt, das bestehende Bäderkonzept der Stadt Dresden zu überarbeiten. Und dabei waren unsere Prioritäten ganz klar. Erstens der Ersatzneubau in Klotzsche und zweitens das neue Sachsenbad.
Damit wollen wir erreichen, dass die Freiheit- und Hallenbäder entsprechend dem tatsächlichen Bedarf dauerhaft in Dresden bereiterstellt werden und dass vor allen Dingen auch ein bedarfsgerechtes Schwimmkursangebot für alle Kinder bereits vor dem Schulalter sichergestellt wird. Zeitgleich wollen wir weiterhin für bezahlbare Eintrittspreise und gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen einstehen. Wir wollen, dass allen Kindern in Dresden bereits im Kindergartenalter ein kostenfreies und gut erreichbares Angebot zum Schwimmlernen bekommen. Der Stadtrat hat die Verwaltung in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefordert, entsprechende Schwimmkurse ab dem Kita-Alter zu ermöglichen, doch bislang ist leider wenig passiert. Und deshalb halten wir auch an unserer Forderung fest, endlich für ein entsprechendes Schwimmlernkursprogramm für alle Kinder, und zwar unabhängig von dem Geldbeutel ihrer Elternhäuser, voranzubringen. Doch jetzt nochmal zurück zum Elbermare. Das ist, wie Frau Wagner gerade schon sagte, eben gerade noch am Verhandlungstisch. Deswegen sollte man da vorsichtig agieren. Man kann aber nur sagen, wir setzen uns natürlich dafür ein, dass es im Dresdner Westen und in Gurbitz weiterhin ein Bad geben wird. Und gerade beim Elbermare ist es ja so, dass das auch eine sehr wichtige soziale Funktion in diesem Stadtteil hat, das sich seit Jahren mit Problemen auseinandersetzen muss, die Menschen in Blasewitz und in Loschwitz nur aus den Medien oder vom Hörensagen lernen. Kennen. Ja, und deswegen wollen wir natürlich, wie gesagt, dafür sorgen. Das hängt aber eben auch von den Konditionen ab, die der Eigentümer der Stadt anbietet. Und wenn die natürlich jetzt teurer sind als ein Ersatzneubau, dann muss man da eben abwägen und eine Entscheidung fällen. Und die kann eben vielleicht auch ein Neubau sein. Was Dölschen betrifft, würde ich dann in der zweiten Runde noch mal was sagen. Dann wird jetzt die Zeit zu knapp. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Jetzt Holger Hase, danach Thorsten Nitsche. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, um es frei auszusagen, diese von den Linken beantragte Aktuelle Stunde ist wieder mal ein echter Klassiker des Schollbaschen Populismus. Es ist halt Wahlkampf und da muss mal eine Sau durchs Dorf getrieben werden, unabhängig davon, ob das Problem wirklich aktuell und virulent ist. Passend dazu natürlich auch ein Schaufensterantrag, der problematisiert, aber keine Lösungsansätze aufzeigt, aber davon später mehr. Kommen wir zunächst zur beantragten Aktuellen Stunde. Luftbad Dölschen und Erlebnisbad Elbermar erhalten, so der Titel. Ein dramatischer Titel, der wohl beim unbedarften Zuhörer einen Spannungsbogen erzeugen soll. Sind denn die beiden Bäder wirklich von der Schließung bedroht, wird sich der Bürger fragen. Ich meine nicht. Und wenn dem so wäre, hätte uns die Verwaltung darüber zwischenzeitlich informiert, Herr Schollbach. Ich habe doch vollstes Vertrauen zu unserem Sportbürgermeister Jan Donhauser, der ja auch Aufsichtsratsvorsitzender der Dresdner Bäder GmbH ist, und ich fühle mich hier umfassend informiert. Das läuft übrigens aktuell sehr viel besser als seinerzeit unter dem angeblich besten Sportbürgermeister aller Zeiten, aber das sei ja nur am Rande vermerkt. Bisher gab es weder hier im Stadtrat noch im Aufsichtsrat der Dresdner Bäder GmbH irgendwelche Signale, dass beide Bäder in ihrer Existenz bedroht sind. Gewiss, es gibt diesbezüglich Herausforderungen, da haben wir schon einiges gehört. Das in die Jahre kommende Freiluftbad Dölschen muss dringend ertüchtigt werden, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Und der demnächst auslaufende Mietvertrag für das Elbermar wirft die Frage auf, wie es künftig mit der zur Verfügung stehenden Wasserfläche im Dresdner Westen weitergehen wird. An diesem Problem ist die Verwaltung bzw. die Geschäftsführung der Bäder GmbH aber bereits dran. Beide Probleme wären sicherlich nicht im Wahljahr 2024 gelöst, um sie dann als potenzielle Erfolge des eigenen politischen Handelns den Wählerinnen und Wählern demnächst verkaufen zu können. Das wissen Sie auch. Das weiß auch Ihre Parteifreundin Margot Geitsch, die im Aufsichtsrat der Bäder GmbH ganz anders auftritt, als Sie sich hier gerieren. Ich nenne das durchsichtig, Herr Schollbach. Ich nenne das unehrlich, Herr Schollbach. Lassen Sie doch diese billigen Taschenspielertricks. Wir haben sie alle längst durchschaut. Und welche Strategie präsentieren Sie uns denn zur Lösung dieser Probleme? Keine, überhaupt gar keine. Der Oberbürgermeister soll sich mal Gedanken machen, wo er Geld auftreibt, falls die Fördermittel vom Freistaat nicht kommen. Das ist eine ganz tolle Strategie, Herr Schollbach. Ich bin schwer beeindruckt. Warum machen Sie sich nicht selbst Gedanken? Sie gehören noch dem Organ an, das den Haushalt beschließt. Sie geben der Verwaltung doch vor, wo welche finanzpolitischen Schwerpunkte gesetzt werden. Oder fürchten Sie etwa, dass Sie nach dem 9. Juni kein Teil einer künftigen Haushaltskoalition mehr sein könnten? Das wäre übrigens aus meiner Sicht überhaupt nicht bedauerlich.
Wenn Sie zusätzlich Geld aus dem städtischen Haushalt nehmen wollen, um Bäder zu finanzieren, dann müssen Sie an anderer Stelle einsparen, vielleicht bei den von Ihnen so geliebten sozialen und soziokulturellen Projekten. Das wollen Sie aber bestimmt nicht. Also, woher soll denn das zusätzliche Geld kommen, das Sie so gerne und reichlich ausgeben wollen? Hören Sie doch endlich auf, den Leuten etwas vorzugaukeln und Forderungen aufzustellen, die Sie selbst nicht erfüllen können, ja nicht erfüllen wollen. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, ohne sich selbst Ideen zu haben, wie es besser gehen könnte, das ist billig und schäbig. So etwas können wir Liberale nicht ernst nehmen und selbstverständlich werden wir diesen Schaufensterantrag ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, dann machen wir weiter. Thorsten Nitschwit, danach Dissidentenfraktion und danach AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, nackende Menschen jauchzen der Zukunft, heißt eine 1893 erschienene Aphorismensammlung von Heinrich Pudor. Meine Damen und Herren, mit dem Verzicht auf Bekleidung verbanden die Nudisten oder Naturisten genannt eine radikale Protesthaltung, denn Kleider symbolisierten für sie die Konventionen der Gesellschaft, die sie ablehnten. Wer sich von Zwängen der modernen Zivilisation vollständig lossagen wollte, der musste sich vollständig ausziehen. Rousseau spricht sogar davon, dass der wahrhaft zufriedene und redliche Mensch unzivilisiert und unbekleidet ist. Er sah übrigens Indianer als Vorbild. So weit zurück geht keiner derjenigen, die heute in Dölzschen ins Luftbad gehen. Das Dölzschener Luftbad ist klein, es ist fein, es ist ein Kleinod der Dresdner Bäderlandschaft, eine Institution in Dölzschen und es ist ein Kleinod im Dresdner Westen mit einer Anziehungskraft, die weit über die Grenzen der Stadt hinausgeht. Es gibt Besucher, die fahren regelmäßig nahezu 100 Kilometer, um in Dölzschen ins Luftbad zu gehen. Freikörperkultur ist die Kultur des freien Körpers. Da, wo der freie Geist und der freie Körper nicht erlaubt sind, da, wo sie verboten sind, da gibt es keine FKK-Badestellen, weil es verboten ist. Und diejenigen, die unsere Freiheit einschränken wollen, die sind es, die es uns auch gerne in Deutschland verbieten wollen. Es sind diejenigen, die gegen FKK-Gäste vorgehen und eine möglichst weitgehende Bekleidung fordern. Das haben wir in Dölzschen nicht, das haben wir in Dresden nicht und ich möchte und wir wollen, dass es auch in Zukunft nicht so ist. Wir Freien, wir wollen keine Verbote, schon gar keine Verbote der Freiheit. Wir bekennen uns zum Erhalt des Luftbades als FKK-Bad, weil wir auch wissen, dass die Infrastruktur vor Ort keine Infrastruktur ist, die ein größeres Bad mit einem wesentlich weiteren Nutzungsbereich gestattet. Die ÖPNV-Anbindung ist einfach nicht gegeben. Die ÖPNV-Anbindung ist einfach nicht gegeben und die notwendigen Parkplätze vor Ort sind auch nicht da. Das wissen diejenigen, die vor Ort wohnen und das wissen auch die Besucher. Unsere Position deckt sich dabei mit der Position des Stadtbezirksbeirats. Wir haben da eine Ergänzung zum Bäderkonzept beschlossen, in der drin steht, wir brauchen eine Erneuerung der Beckenanlage, einen Neubau der Wasseraufbereitung in Dölzschen und wir bekennen uns zum Elba Mare als wesentlichen Bestandteil der Bäderlandschaft und wichtigen Sport- und Freizeittreff im Dresdner Westen. Und wir tun dies nicht nur, um ein Bekenntnis abzugeben, sondern wir tun das im Angesicht des Umfelds, weil wir uns für eine nachhaltige und zukunftsgerechte Quartiersentwicklung in Gurbitz engagieren. Wir wissen alle, seit 2016 hakt es bei dieser nachhaltigen und zukunftsgerechten Quartiersentwicklung. Gurbitz wird immer mehr einer der Sozialbezirke, die ein problematischeres Umfeld bekommen. Die Eisenbahner Wohnungsgenossenschaft konstatiert, nur in wenigen Sozialbezirken der Landeshauptstadt ist die Entwicklung ähnlich besorgniserregend. Und genau deswegen brauchen wir auch ein Hallenbad im Dresdner Westen. Das Elba Mare in Gurbitz ist eine Institution. Es ist ein Zentrum des Stadtbezirks, Zentrum von Gurbitz, ein wichtiges Organ und Organe brauchen Leben. Und deswegen, so wie ein Mensch seine Organe für das Leben braucht, braucht der Dresdner Westen diese beiden Bäder. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Hat die Assistenten das Wort gewünscht? Nein. Dann Herr Pinkert, AfD-Fraktion. Und als abschließender Redner dann Thorsten Schulze. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Thema der Aktuellen Stunde ist die Erhaltung des Luftbades Dölzschen und des Erlebnisbades Elbermare. Grundsätzlich bekennen wir uns als AfD zum Erhalt aller derzeitigen Freibäder und Schwimmhallen und fordern die zügige Umsetzung des Baus der fehlenden Schwimmhallen im Dresdner Norden und in Pieschen. Im zu beschließenden Bäderkonzept wird der Erhalt des Elbermare und des Luftbades Dölzschens bekräftigt. Daher ist diese Aktuelle Stunde eigentlich überflüssig. Im Bäderkonzept wird das Elbermare sogar als priorisierte Schwimmhalle geführt. Es muss seitens des Stadtrates, also uns, nur noch festgelegt werden, ob der Empfehlung des Stadtplanungsamtes gefolgt wird und die Anmietung fortgeführt oder ein Ersatzneubau favorisiert wird. Die Idee einer neuen Schwimmhalle mit ordentlichen Sportschwimmbecken erscheint charmant. Jedoch schon bei der bloßen Betrachtung auf zu erwartende Bauzeiten und die benötigten Kapazitäten für das Schulschwimmen hat sich diese Überlegung eines Neubaus erledigt. Es ist derzeit unumgänglich, die Schwimmhalle weiter zu betreiben. Wäre der Verwaltung daran gelegen, einen Ersatzneubau zu erstellen, müsste damit mit ausreichender Vorlaufzeit begonnen werden. Für Planung und Bau vor dem Mietvertragsende. Und da reden wir sicher hier über 5 Jahre oder mehr. Finanziell dürfte die Anmietung aufgrund Baupreissteigerungen etc. für die Stadt besser sein als ein Neubau. Zumindest anhand der derzeit vorliegenden Unterlagen. Der Erhalt des Luftbad Dölzschens liegt ja vielen Bürgern am Herzen, was man auch an den Petitionen erkennen kann. Wir als AfD hatten daher schon im Oktober 2022 einen Antrag eingebracht, das Luftbad als Freikörperkulturbad zu erhalten, zu sanieren und auch die Finanzierung seitens der Stadtverwaltung zu sichern, auch bei ausbleibenden Fördermitteln. Erst vor einem guten halben Jahr wurde im Stadtrat über unseren Antrag abgestimmt. Dieser wurde von fast allen hier vertretenen Parteien abgelehnt. Hier ist eindeutig erkennbar gewesen, dass es Ihnen als gewählte Bürgervertreter nicht um die Bürgerinteressen geht, sondern lediglich um Parteipolitik jedweder Vernunft. Als unser Antrag fast im Stadtrat war, hat sich die Linke gedacht, hier ist Wahlkampfpotenzial zu erkennen und stellte einen eigenen Antrag, welcher hauptsächlich die Finanzierung umfasst. Da ein Sachzusammenhang ganz klar erkennbar war, wurde der Antrag seitens der Linken zeitmäßig geschoben, sodass dieser behandelt werden darf. Jetzt natürlich die Frage, warum nicht gleich unseren Antrag unterstützen und auf Bürgerbelange eingehen? Ja, warum, ne? Warum nicht? Also, alles klar, reiner Wahlkampf der Linken mit einem alten, abgelehnten AfD-Thema. Grundsätzlich wurde seitens der Verwaltung bei der Behandlung unseres Antrages zum Luftbad Stellung bezogen in Bezug auf Finanzierung und Weiterbetrieb. Hier hatte sich der zuständige Bürgermeister, der Herr Donhauser, klar zum Erhalt und Sanierung des FKK-Bades ausgesprochen. Wir erwarten hier seitens der Verwaltung nur noch den Finanzierungsvorschlag, da wir ja wissen, es ist genug Geld da, es muss nur ordentlich verteilt werden. Grundsätzlich werden wir natürlich weiterhin für den Erhalt des Elbermare und des Freibades Luftbad Dölzschen stimmen, egal von welcher Partei der Antrag kommt, da dies gelebte Demokratie und Sachpolitik ist. Vielen Dank nochmals an die Linke, dass unser Thema Erhalt und Sanierung des Freikörperkulturbades Dölzschen wieder auf der Tagesordnung steht und nur in leicht geänderter Ausführung diesmal zum guten Abschluss kommt. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde Thorsten Schulze, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, das Luftbad Dölzschen hat eine lange Geschichte und ist fest verwurzelt im Stadtteil und auch in der Stadt.
Seit 1870 gibt es dieses Bad, anfangs als reines Luftbad, seit Jahrzehnten mit dem bekannten 600 Quadratmeter großen Becken und seit einiger Zeit mit dem bekannten Sanierungsbedarf der Wasseraufbereitungstechnik. Das ist alles auch nicht neu, das kann man schon seit Jahren. 2,3 Millionen Euro werden laut Kalkulation benötigt und 2 Millionen Euro würden durch die technischen Werke auch als Eigenmittel bereitgestellt werden. Dann. Auch das ist mittlerweile bekannt und bedarf keiner aktuellen Stunde. Zu diesen Plänen stehen wir auch als Grüne und das haben wir auch schon gemacht, dann. Da gab es noch nicht immer eine AfD-Fraktion, also von der Seite her, vielen Gott, müssen wir das gar nicht jetzt hier so nach vorne stellen. Durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht dann, ist uns natürlich dann diese erhoffte Förderung dann aus dem KTF-Programm dann, des Bundes im Moment sozusagen noch in Frage gestellt. Dann, da wäre ja an sich eher dann der Wunsch dann, oder die dringende Bitte dann, dass die Fraktionen, die entsprechend auch eine Anbindung an den Bundestag haben, sich dort eher dafür einsetzen würden, dann, dass sozusagen da auch noch diese Mittel von 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden und nicht sozusagen jetzt auch wieder die Stadtkasse da, die auch schon in einer sehr angespannten Situation ist. Auch das wissen wir alle, im Moment sich auch dann befindet. Genau, zum Thema Alba Mare. Gibt es eigentlich auch nichts Neues, was eine aktuelle Stunde dringend notwendig machen würde? Wir wissen alle dann, dass diese Halle zur Abdeckung der Schwimmangebote im Dresdner Westen gebraucht wird. Ja. Wir wissen aber auch dann, dass die Bäder GmbH das nicht um jeden Preis vorhalten kann und dass wir auch nicht bereit sind, dazu dann dem jetzigen Eigentümer sozusagen da auch sozusagen hinterherzurennen und ihm seine Wünsche praktisch dann jedes Mal wieder neu zu erfüllen. Der Rohbau des Elbermars stammt noch aus DDR-Zeiten. 1995 wurde es dann als erstes Erlebnisbad Sachsens eröffnet und wurde damals dann auch regelrecht überrannt. Nach fast 30 Jahren dann, und auch das ist auch bekannt, ist es nur auch in die Jahre gekommen dann und auch die gesamte Halle ist letzten Endes dann mit einem sehr hohen Kostenaufwand nur zu sanieren. Und da sprechen wir auch von schlappen 20 Millionen dann, was jetzt, sag ich mal, auch keine wirkliche dann, keine Kleinigkeit ist. Der Investor und auch der Eigentümer des Elbermarer hat in den vielen Jahren auch nicht schlecht von den Erträgen seiner damaligen Investition leben können und das wäre in dem Fall auch wirklich nur angemessen. In den Angeboten für eine Weitervermietung an die Bäder GmbH diese erzielten Rendite auch mit einfließen zu lassen dann, indem er uns, sag ich mal, einen sehr günstigen Mietpreis dann oder vielleicht auch einen sehr günstigen Kaufpreis anbietet. Das wäre eigentlich dann, sag ich mal, an der Stelle auch wirklich dann eher dann die Richtung dann, die wir hier brauchen und letzten Endes auch dann diesen Zustand und den Sanierungsbedarf damit auch letzten Endes mit zu beachten. Das sind Überlegungen. Also Überlegungen für einen neuen Schwimmhallenbau, dann, wie das nochmal mit reingebracht worden ist, kann man vielleicht irgendwie mit überlegen, dann, aber das sollte dann, sage ich mal, auch schon sehr genau nachgedacht werden. Unsere Aufgabe als Stadträte und auch im Aufsichtsrat ist eigentlich eher dann der Stadtverwaltung hier den Rücken zu stärken, dann in den Verhandlungen, sage ich mal, auch dann nicht auf alle Bedingungen des Investors und Eigentümers einzugehen und entsprechend auch so zu agieren. Soweit von unserer Seite her. Vielen Dank. Okay, dann vielen Dank. Und zur Vollständigkeit würde ich dann sagen, noch vor der Pause behandeln wir den Antrag Linksfraktion Einreicher. Linksfraktion hat das erste Wort und wir würden dann in der Rednerliste weitermachen. Falls gewünscht, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte mich bemühen, sachlich auf vorgetragene Mutmaßungen und Gegenargumente einzugehen. Zum einen wurde hier versucht, der Eindruck zu erwecken, es gäbe kein Problem. Deshalb möchte ich es noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Die Landeshauptstadt Dresden hat im Jahr 2022 einen Fördermittelantrag gestellt beim Bund. Der ist abgelehnt worden. Da hat es keine Mittel gegeben. Es hat einen zweiten Fördermittelantrag gegeben. Da ist das Förderprogramm entfallen, und zwar infolge der Finanzpolitik der Ampelregierung und des daraus resultierenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Ist wieder gescheitert. Und jetzt fehlen von den 3 Millionen Euro an Modernisierungskosten fehlt 1 Million
Euro. Und jetzt kann man sagen, ja, Hoffnungslauf, wir hoffen, dass doch noch irgendwann Fördermittel kommen. Oder wir sagen, nein, für uns ist das Bad so wichtig, es haben ja verschiedene Rednerinnen und Redner heute hier auch vorgetragen, dass wir uns jetzt Gedanken machen, dass wir uns jetzt vornehmen, dass die Stadtverwaltung es selbst finanziert, damit es endlich losgehen kann. Und ich möchte hier nochmal ausdrücklich aus dem Schreiben der Stadtverwaltung vom 9. August letzten Jahres zitieren. Zitat, falls keine Fördermittel für die Sanierung des Luftbades Dölzschen ausgereicht werden, ist die Finanzierung nicht gesichert. In diesem Fall ist von einer dauerhaften Schließung des Objektes auszugehen. Wer also keine dauerhafte Schließung möchte, wer das verhindern will, der muss Ja sagen zu einer städtischen Finanzierung. So ist es. Meine Damen und Herren, genau das schlagen wir vor. Wir schlagen erstens vor, dass der Stadtrat eine ganz klare politische Position heute bezieht, nämlich, dass eine dauerhafte Schließung des Luftbads Dölzschen abgewendet wird und dass wir den Oberbürgermeister beauftragen, den Einsatz von städtischen Eigenmitteln zu prüfen. Und wir haben als Linke noch einen Ergänzungsantrag vorgelegt, weil selbst wenn wir das heute beschließen und die städtischen Eigenmittel schnell fließen würden, haben wir natürlich das Problem, dass das Freibad Dölzschen trotzdem ja bis die Modernisierungsmaßnahmen beginnen können, geöffnet werden soll. Und deshalb schlagen wir eine Ergänzung vor, nämlich mit folgendem Wortlaut, um den Betrieb des FKK-Luftbades Dölzschen bis zur erforderlichen Modernisierung der technischen Anlagen gewährleisten zu können, ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für das Jahr 2024 zu prüfen, damit die Leute vorerst weiter das Bad besuchen können. Meine Damen und Herren, ich möchte kurz noch mal über etwas berichten, was mich wirklich beeindruckt hat. Ich war, als der Stadtbezirksbeirat Kotter den Antrag der Linken behandelt hat, war ich vor Ort. Der Stadtbezirksbeirat Kotter hat, das war im Ende vergangenes Jahres, es war Eis und Schnee, es war wirklich, also da ist Kinder gerne vor die Straße gegangen an diesem Abend. Und sie haben gezagt im Gymnasium Plauen. Und der Zuschauerbereich war voller Menschen, die wegen dieser Thematik gekommen waren, weil es ihnen wichtig war und die das Wort ergriffen haben und vorgetragen haben, was das Bad in Dölzschen für sie bedeutet. Das hat mich tatsächlich beeindruckt. Und auch das Ergebnis, der Stadtbezirksbeirat Kotter hat an diesem Abend ein deutliches Signal hier an den Stadtrat gesandt und uns eine klare Marschrichtung mitgegeben. Die haben nämlich mit 16-0-0, also einstimmig, für die Annahme dieses Antrages votiert und dem Stadtrat die Annahme dieses Antrages empfohlen. Und meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein klarer Auftrag und wir sollten dieses Votum ernst nehmen. Und deshalb ist meine Bitte, stimmen Sie heute für diesen Antrag und stimmen Sie dafür, dass das Luftbad Dölzschen erhalten bleibt. Vielen Dank. Okay, danke schön. Dann machen wir weiter. Anna Holowenko, danach, falls gewünscht, FDP-Fraktion und danach Freie Wähler-Fraktion. So. Also, das ist doch nicht 3 Stunden für nichts. Herr Köhler, das geht doch jetzt hier gerade ums Schwimmen in Dresden. Das ist viel wichtiger, als Sie so denken. Also, was ich dazu jetzt noch sagen wollte. Die Anrede kann ich mir sparen, weil ich war ja erst schon mal da. Und zwar ist das jetzt natürlich nicht die zweite Runde, sondern zu dem Antrag der Linken, dem wir natürlich zustimmen, inklusive Änderungsantrag, weil er sehr wichtig ist für den Dresdner Westen. Die Sanierung steht auf der Kippe, weil die Fördermittel nicht sicher sind. Und wenn es die nicht geben sollte, dann muss die Stadt selbstverständlich diese Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung stellen. Das ist für uns völlig klar. Und das ist für mich auch kein Populismus, weil es ist jetzt gerade dringend. Die Freibadsaison fängt im Mai an. Und wenn es bis dahin keine Klärung gibt, dann bleibt das Bad zu. Und das sollte allen klar sein. Und insbesondere der Redebeitrag vom Herrn Hase hat mich da sehr erstaunt. Dem scheint das also egal zu sein, weil er scheinbar irgendwo anders baden geht.
Aber dieses Bad ist sehr wichtig. Und wir haben sehr viel gehört über die lange Tradition der Freikörperkultur in diesem Bad und in Dresden generell. Und trotzdem möchte ich an der Stelle noch mal einen Punkt machen, dass die Frage erlaubt sein muss, ob man auch noch mal über dieses Konzept des FKK-Bades redet. Ob man da die Bürger beteiligt vor Ort und fragt, wollen wir das nicht doch öffnen für Textilbadegäste, einfach um einfach auch ein Mehr und ein Plus an Besucherinnen zu verzeichnen zu können und diese Finanzierung insgesamt auf solidere Füße zu stellen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir uns darüber nochmal unterhalten, aber an sich ist diese Sache für uns als SPD-Fraktion völlig klar und danke nochmal für den Antrag, wir stimmen dem gerne zu. Dankeschön. FDP-Fraktion das Wort gewünscht? Nein. Dann Klaus Lippmann, Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion. Danach werden die Dissidenten dran. Sehr geehrter Herr Sportbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Antrag werden wir zustimmen, dem Antrag werden wir folgen und ich glaube, es ist noch niemand im Saal, der diesem Antrag gegenstimmen will. Wenn man die Argumente von Herrn Haase nimmt, sind die nachvollziehbar. In dieser Richtung haben wir natürlich auch gedacht und sind im selben Ergebnis gekommen. Er hat es etwas drastisch formuliert. Aber ich glaube nicht, dass die FDP grundsätzlich gegen den Weiterbetrieb der Einrichtung ist, auch wenn sie dem hier nicht zustimmen kann. Ich will dem Argumenten, die ja schon dreifach erzählt worden sind, will ich nicht nochmal wiederholen, aber eins hinzufügen. Ich glaube, wir sind jetzt beim Bäderkonzept oder es ist im Bäderkonzept keine Rede davon, dass geschlossen werden muss. Andererseits wäre es aus Sicht der Gemeindeordnung notwendig, dass uns die Verwaltung eine Schließungsvorlage vorlegt, wenn sie beabsichtigen würde, ein solches Bad oder eine Einrichtung schließen zu wollen. Es fällt in die Zuständigkeit des Gemeinderates, so steht es in der Gemeindeordnung drin. Ich möchte vielleicht noch die Gedanken etwas erweitern und kreative Lösungen anfragen. Wir haben gehört, der Investor, der Gorbitz damals gebaut hat, hat 30 Jahre Gewinn rausgezogen. Ich weiß nicht, wie intensiv mit ihm verhandelt worden ist. Eigentum verpflichtet, so steht es im Grundgesetz. Und vielleicht könnte man dort auf der Basis das günstige Ergebnis erzielen, was Herr Donhauser angedeutet hat. Die zweite kreative Denkrichtung. Wir hatten schon einmal die Situation im Tschurnergrundbad. Auch dort ist eine kreative Lösung entstanden. Ich sage nicht, dass wir Dölschen jetzt auf die gleiche Weise lösen müssen. Aber es muss doch erlaubt sein, darüber mal hinauszudenken, als nur den Betrieb durch die Bäder GmbH hier einzufordern. Wenn das als letzte Lösung bleibt, dann muss sie natürlich gezogen werden. Aber viel wichtiger ist dann die Diskussion im Haushalt. Und das ist dann mein letzter Punkt. Wir haben das Thema Sport, wir haben das Thema Schwimmhallen des Öfteren. Es gibt hier einstimmige Ergebnisse. Ich hoffe, dass sich alles in der Haushaltsdiskussion widerspiegelt und die Möglichkeiten für diesen Bereich zu investieren und die entsprechenden Angebote vorzuhalten, muss ich dann auch in Zahlen niederschlagen. Vielen Dank. Dankeschön. Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Dann würden wir weitermachen. AfD-Fraktion, Herr Nommel. Ja, sehr geehrter Herr Erste Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, auch am Livestream. Die Fraktion der Linke beantragt hier eben die Rettung des Luftbades Dölschen, die Schließung zu retten. Und wir als AfD haben Gott sei Dank das Privileg mittlerweile, ideologiefrei Anträgen aller Fraktionen zuzustimmen, wenn wir glauben, das ist sinnvoll, und wir machen das dann in dem Fall auch. Ja, es ist so, das ist so. Sollen doch die Leute auch hören, dass es so ist. So, der Antrag hat eine kleine Problematik allerdings. Und zwar, zunächst mal zeigt es wieder mal auf, dass die Kommunen angewiesen sind, letztendlich vom Land, sind angewiesen auf Bund, angewiesen auf Euro. Und ich habe das schon häufiger hier an der Stelle gesagt, das ist eben auch wieder ein Zeichen dafür, dass es in Schieflage gekommen ist, dass die Gemeinden zu schlecht ausgestattet sind mit den Mitteln, die ihnen ohnehin zugehört, nämlich direkt in die Kommunen. Jetzt muss man natürlich wieder betteln über irgendetwas, was wir haben wollen, und letztendlich nichts anderes ist der Antrag von den Linken, lieber Bürgermeister, guck mal, dass du es irgendwie doch hinkriegst. Ich frage mich dann natürlich auch, wo die haushaltstragende Fraktion der Linke gewesen war beim Haushalt zusammenstellen. Da hat man das vergessen, man war aber auch zu optimistisch gewesen, dass die Gelder kommen.
Man muss eben immer wieder damit rechnen, dass Anträge, auch Förderanträge, abgelehnt werden. Und ich hätte mir da von der Stadtverwaltung auch gewünscht, dass man diesen Notfall eingeplant hätte, denn eine Schließung dieses Bades ist natürlich das Allerteuerste, was es gibt. Und sowas dann wieder aufzumachen, ist noch viel, viel teurer. Von daher zeigt, diese Förderproblematik hat schon seine Schwächen an der Stelle, wenn das dann überzogen ist, wie wir es zurzeit haben. Es führt auch dazu, dass alles immer länger, 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 länger wird. Die Anträge waren ja von 2024. Ich habe gehört, dass Bauen teurer geworden ist in den letzten 2 Jahren. Das gilt natürlich auch hierfür. Von daher, wir werden der Sache zustimmen. Wir hatten vor einem Monat hier die Diskussion gehabt, auch über den Haushalt Leit, wo wir gesagt haben, die 80-prozentige Sperre. Da gab es hier auch vom Stadtrat kein großes Interesse, mal darüber nachzudenken, den Haushalt tatsächlich ehrlich unter die Lupe zu nehmen. Nämlich die Frage, ist das, was man damals beschlossen hat, auch tatsächlich realistisch unter den neuen Bedingungen? Wurde auch abgelehnt. Nichtsdestotrotz, wir möchten da nicht im Wege stehen. Wir werden der Sache zustimmen. Vielen Dank. Danke. Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Nicht der Fall. CDU-Fraktion? Auch nicht. Dann würde noch mal zum Abschluss der Rednerliste der Baubürgermeister was zum Förderprogramm sagen. Dann machen wir noch ein Schlusswort, wenn gewünscht, einreichende Fraktion. Herr Kühn, bitte. Ja, meine Damen und Herren Stadträtin, nur kurz die Information, weil das zum Teil nicht zutreffend geschildert wurde. Ja, es sah zwischenzeitlich so aus, als ob das Bundesprogramm Förderung kommunaler Einrichtungen im Bereich Jugend, Kultur und Sport nicht fortgeführt werden kann angesichts der Haushaltslage. Das hat aber der Bundestag dann anders entschieden im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung. Das heißt, dieses Förderprogramm wird fortgeführt, wenn auch mit einem reduzierten Fördervolumen. Und wir gehen derzeit davon aus, dass in der 11. und 12. Kalenderwoche, also in den nächsten beiden Sitzungswochen des Deutschen Bundestags, über die Förderanträge, von denen wir ja 2 eingereicht haben, Sie wissen das, Technische Sammlung und Luftbad Dölchen, entschieden wird. Das Volumen bundesweit sind 200 Millionen, das ist weit weniger als sozusagen im letzten Fördercall, aber das Programm besteht fort. Insofern sind die Anträge von uns weiter im Rennen. Gleichwohl gibt es natürlich angesichts dieses Fördervolumens keine Garantie, dass wir von den Mitteln partizipieren. Aber natürlich tun wir alles dafür, dass wir nicht leer ausgehen. Okay, jetzt hatte ich noch Thilo Kiesling übersehen. Können wir das mit dem Schlusswort gleich kombinieren? Nein. Bitte? Ach so, bitte, Frage, Thilo Kiesling. Naja, ich bemühe mich, die Frage zu formulieren, die mir sofort in den Kopf geschossen ist, nachdem Herr Lippmann hier eine scheinbare Selbstverständlichkeit dargestellt hat, nämlich, dass der Stadtrat die wesentliche Veränderung, Eröffnung oder Schließung einer öffentlichen Einrichtung beschließen muss und das auch nicht übertragen kann. Das ist ja eine gute Vorschrift in der Gemeindeordnung, denn ehe man eine öffentliche Einrichtung schließt, wird sich jede Verwaltung lange überlegen, ob sie das vorschlägt. Und jeder Stadtrat und Gemeinderat wird sehr lange diskutieren, ob man eine öffentliche Einrichtung wirklich schließt. Allerdings ist in meinem Kopf, sagen noch, die Erinnerung an die Diskussion in den Aufsichtsräten und verbunden mit der Beendigung des Beleihungsverhältnisses zwischen der Stadt Dresden und der Bäder GmbH. Ist die Eigenschaft, dass diese Bäder öffentliche Einrichtungen sind, extrem fraglich. Und deswegen ist das jetzt meine Frage an den auch fachlich zuständigen Sportbürgermeister. Wie ist es, hat der Stadtrat hier noch die Zuständigkeit nach Gemeindeordnung für dieses Bad oder ist im Moment die Schließung von Bädern alleiniges Geschäft der Bäder GmbH? Kann ich jetzt ad hoc nie beantworten, würden wir schriftlich nachreichen. Ne? So, Schlusswort André Schollbach, bitte. Ich möchte es kurz machen. Ich möchte einfach einen oder mehrfach vorgetragene unsachliche Angriffe richtigstellen. Ich möchte darauf verweisen, der Antrag der Fraktion Die Linke wurde bereits im September vergangenen Jahres in den Geschäftsgang eingereicht. Wir haben sogar beantragt, diesen Antrag dann in der übernächsten Sitzung unverzüglich zu behandeln. Wir haben uns auch mehrfach bemüht, diesen Antrag bei sehr vollen Tagesordnungen vorzuziehen, damit er behandelt werden konnte,
haben dafür leider keine Mehrheiten in diesem Hause gefunden. Das will ich einfach nochmal richtigstellen. Wir hätten ihn tatsächlich schon längst beraten und beschlossen haben können. Das sehen Sie auch in Punkt 3, wo wir dem Oberbürgermeister eine Frist setzen wollten, zur Erfüllung dieses Beschlusses, nämlich bis zum 15. Dezember 2023. Das schafft selbst dieser Oberbürgermeister nicht mehr, wenn wir das heute beschließen. Deshalb würde ich in Punkt 3 das Datum auf den 31. März 2024 ändern und bitte nunmehr sehr freundlich um Zustimmung zu dem Antrag Luftbad Dölschen erhalten, Finanzierung sichern. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Ich würde mal als redaktionellen Änderungswunsch, dass so als gegeben sind, dass man also im Ausschussbericht dann statt den 15. Dezember 23, 31. März 24 draus machen. Und bevor wir zum federführenden Ausschuss kommen, gibt es noch einen Ergänzungsantrag der Linksfraktion. Wer den federführenden Ausschussbericht hier so ergänzen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 61 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung so mehrheitlich beschlossen. Und den so ergänzten Ausschussbericht stelle ich jetzt zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich auch um das Stimmzeichen. Mit 62 Ja, 4 Nein, 0 Enthaltung entsprechend so beschlossen. Vielen Dank. Bevor wir in die Pause gehen, hätte ich noch mal eine Bitte an die Fraktionsvorsitzenden, ob mal kurz überlegt werden könnte. Wir haben ja gesagt, in der Tagesordnung kommt dann als erstes nach der nicht öffentlichen Beratung der Top 30 dran. Würde man natürlich auch so machen, aber bitte noch mal überlegen, ob man vielleicht vor den Top 30 die Beschlüsse machen können, ohne Debatte, ja, dass Sie mir dort noch mal Bescheid sagen. Okay, dann würden wir dann 19.30 Uhr weitermachen.